Schweigeminute für die Opfer des Atombombenabwurfs über Nagasaki vor 78 Jahren um 11.02 Uhr am 9. August 1945. Am Mittwoch haben hochrangige japanische Politiker an einer Zeremonie in der südjapanischen Stadt teilgenommen. Regierungschef Fumio Kishida schickte eine Videonachricht. In diesem Jahr wurde die Zeremonie allerdings aufgrund von Bedenken wegen des Taifuns Kanun, der vor Japans Westküste vorbeizog, in einen Innenraum verlegt und fand nicht wie sonst im Friedenspark von Nagasaki statt. Der Angriff auf Nagasaki im Zweiten Weltkrieg erfolgte 3 Tage, nachdem ein amerikanischer B-29-Bomber am 6. August 1945 bereits den ersten Nuklearangriff der Welt auf Hiroshima geflogen hatte. In Nagasaki kamen damals mehr als 75.000 Menschen ums Leben. Unter dem Eindruck der Zerstörung kapitulierte das Kaiserreich Japan am 15. August 1945.